Hallo, meine mehrfach sterbenden Saatgutbesorger und herzlich willkommen zurück zu weiteren lauschig-flauschigen Ründchen hier bei Medieval Dynasty. Ja, letzte Folge haben wir ja unser Saatgut besorgt. Ich bin dann nochmal zurück und habe ein paar Bäume gefällt, ein bisschen Baumstammmaterial, Steine und so weiter besorgt. Und da ist mir eine Kleinigkeit aufgefallen. Sag mal, habt ihr auch das Problem, insbesondere hier ist mir das aufgefallen, ich glaube, ich habe 20 tote Kaninchen hier herumliegen gehabt und ich habe jetzt keine Jagd oder so betrieben, ja. Hier waren 20 tote Kaninchen, die musste ich, habe ich ja natürlich gehäutet und das Fleisch mitgenommen, ist ja natürlich klar. Ist das normal? Hattet ihr das auch? Liegt es an der Jagdhütte, dass man die dann nochmal extra ernten kann? Oder ist es ein Bug oder ist es jetzt keine Ahnung was? Also falls ihr mal was Bescheid weiß, könnt ihr gerne in die Kommentare mal schreiben, das würde mich mal brennend interessieren. Des Weiteren denkt dran, es wurde hier kein Schwabe oder irgendwelchen anderen Akzent nutzender Mensch verletzt, genötigt oder sonstiges. All das, was ich heute wieder anwende an Dörfle, Häusle, sind einfach nur verschrobene Eigenarten von mir. Nochmal als kleiner Hinweis am Rande. Und ansonsten legen wir los. Und zwar heute steht ganz klar auf der Plattform dran, wir wollen unsere ersten Felder aufbauen, ja. Handarbeit, nee, nicht Handarbeit, Gebäude, überleben, nein, nicht überleben, Landwirtschaft, Feld, genau, so. Jetzt ist halt nur die Überlegung, wo packen wir denn unsere Felder jetzt erstmal hin? Denkt dran, ist ja jetzt auch erstmal nur vorrangig, ist ja noch nicht gleich das Hauptding. Wir könnten zuerst schon mal hier so ein kleines Feld hinlegen. 1, 2, 3, nee, warte mal, ist ja doof. Das passt da ja gar nicht hin. Ah, jetzt ist wieder erstmal das... Eine Windmühle gibt es auch? Boah, das ist ja toll. Ist ja cool. Eine Mühle. Ja, stimmt. Okay, da kam der Gegner durch. Stimmt. Das habe ich gesehen. Ein Bildchen davon schon. Okay, Ledokeli. Ich würde sagen, wir setzen uns hier mal hin. 1, 2, 3, 4, 5. Geht nicht wegen das da. Okay, gut, danke, dann weiß ich Bescheid. Das geht nicht mehr. Früher ging das mal. Dass der Baumstamm dann erstmal weg war. Wenn ich mir hier so eine Parzellendinger öffne, mache. So, hier hin, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und dann einen Schritt nur noch da gehe. Habe ich jetzt 20, ne? Genau, dann haben wir 20 Stück. Dann brauchen wir aber hier das. Und ich glaube, eine Holz... Habe ich mehr als eine Holzhacke eigentlich drin? Nee, war wahrscheinlich gar nicht, oder? Holzhacke habe ich nur eine. Ah ja, ich habe ja gesammelt. Sagt wie eine Eiche, fällt wie in der Brandung. Genau, wir nehmen mal lieber nochmal das hier. Das werden wir noch öfters gebrauchen. Und was brauche ich denn für eine Hacke? Holzstamm und 5 Stock. Und dann machen wir mal 5, 2, machen wir mal 3 Holzstämme und 15 Stücke. 15 Stück Lerinos. So, und dann kannst du mir 3-mal die Holzhacke machen. Und dann machen wir unser erstes Feldle auf und dann geht's weiter. So. Wir müssen ja auch Punkte sammeln, ne? Und als nächstes brauchen wir Dünger. Da brauchen wir immer so ein bisschen. Genau, so ging das. Du konntest halt schön laufen und konntest dann die Felder fertig machen. So. Nummer 1 ist fertig. Gleich folgt die Nummer 2. So. Blumbadidalu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 d
immer noch extreme Knieschmerzen, meine Damen und Herren. Ich habe jetzt gerade ein bisschen Haferkorn. Oh, hier machst du da Hafer, 20 Stück. Danke dir. Und dann packst du mir den kleinen hübschen Säckchen auf die... Warte mal, ich habe ja schon auf der 7 was, ne? Ah ja, stimmt, auf der 7 habe ich ja auch schon was. Okidoki. So, dann brauchen wir Feld. Und auf dem Feld brauchst du aber erstmal den Dünger. Genau, also fangen wir erstmal an. Genau, da musst du nochmal hacken. Das war ja extremst immer gewesen. Aber na gut. So ist es eben. Die Scheune haben wir jetzt, meine Damen und Herren. Wir haben die Scheune. Aber es reicht noch nicht, da wir nicht nur die Scheune benötigen, wir brauchen die nächste Stufe, ne? Diesen Grabungsschuppen, den Werkzeugschuppen oder wie das heißt, dass wir jemanden haben, der sich dann um die Felder kümmert. Das heißt, dass wir dann weiter in die nächste Richtung steigen können, um dann weiter voranzuschreiten. Und das Ende naht, überlege ich, ob wir das heute vielleicht nicht auch nochmal machen. Dann können wir nochmal zweimal gebratenes Fleisch uns da zurechtdübbeln. Und dann noch einen Stein herausziehen und dann bringen wir das mal ans Wir. So. Aber erstmal kümmern wir uns heute ein bisschen um... Hatte ich aber auch gesagt, dass wir jetzt dann wahrscheinlich erstmal ein bisschen an die Feldarbeit gehen. Oh, guck mal, das sieht doch gleich ganz anders aus. Und es gibt immer Punkte, wenn du diese Felder bewirtschaftest. Grafik übrigens kann ich leider nichts weiter einstellen, ne? Da kann ich jetzt nicht noch irgendwie was höher pushen. Da bin ich leider... Feldschuppen! Wunderbar, wir haben den Feldschuppen freigeschaltet. Da bin ich bei meinem Rechner leider an der Grenze, glaube ich. Warte mal, ich könnte ja da mal ganz kurz reingucken. Ich habe halt... Ja, wir können ja mal gucken, dass wir den nochmal... bisschen ein paar Stellen nochmal hochsetzen. Und dann gucken wir mal, was das Ganze bringt. Ob oder ob nicht. Werden wir ja dann sehen. Können wir ja nach und nach ein bisschen ausprobieren. So, nächste ist fertig. Dann brauchen wir jetzt den. Und da, nein, warte mal, bei dem war das so rum. Und dann haben wir ja Haferkorn, genau. Und dann machen wir jetzt Haferkorn rein. Ich glaube, es ist immer noch so, dass du selbst am letzten Tag das sehen könntest. Und solange das dann, danach hast du eine Wachszeit. Landwirtschaft, nächstes Level. Hast du eine Wachszeit über die Jahreszeit. Und glaube, im Herbst kannst du dann... sozusagen immer ernten, egal wie, wo, was. Und dann haben wir unser erstes Feld. Ich weiß noch gar nicht, inwieweit jetzt auch noch Vögel und sowas hier auch nochmal einen Wurf spielen. Das ist auch nochmal eine Frage. Die mir hier nicht was dann wegpicken oder sowas. Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Müsste man dann sehen. Und ja. Gucken wir einfach mal. Ach ja. Sehr gut. Also, das ist auch fertig. Dann haben wir unser erstes Feldchen fertig. Eigentlich finde ich es ganz passend hier so. Ein bisschen drin. Würde man dann neben das nächste Feld anlegen? Geht das? Da geht das so ein bisschen. So, warte mal. Wir hatten ja hier das Feld dann da angelegt. Müsste man jetzt hier das nächste machen. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ist das richtig so? Ich glaube, jetzt habe ich es ein bisschen höher angesetzt, wa? Ja, ich glaube, es ist ein bisschen höher angesetzt. Warte mal, jetzt muss ich erstmal kurz gucken. Wo habe ich jetzt den da? Hab. Das wäre ein bisschen falsch. Das sollte nicht so sein. Nee, 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 nee. Nee, nee.
Das muss schon passen. So, Gebäude, Landwirtschaft, Feld. Genau. So. Also, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Genau, so sieht das schon besser aus. So wird ein Schuh draus. So. So muss es. Genau. Mit so einem ganz kleinen, schmalen Pfad dazwischen. Dann machen wir hier gleich schon das nächste. Ich bin gerade so ein bisschen auf Landwirtschaft jetzt aus. Ne? Wir wollen ja auch ein bisschen was jetzt noch erweitern. Danach kommen ja noch die nächsten Dorfbewohner, die dann sich auch auf die Feldarbeit dann verstehen. Und dann können wir da immer ein Stück weitergehen. Jetzt hör auf zu meckern, Kleiner. Zieh einmal durch, komm. Zieh einmal durch. Ja, sehr schön. Genau so muss das. So, wir brauchen wieder 20 Dünger und dann... Wir haben ja jetzt, was jetzt Weizen oder Roggen gewesen? Irgendwas, nee, Weizen dürfte es ja nicht gewesen sein. Nee, Hafer war das, genau. So, jetzt nimmst du dir erstmal wieder 20 Dünger. So. Und dann, nee, Kohl und Karotten möchte ich noch nicht. Genau, Roggenkorn würde ich gerne haben. Davon können wir jetzt auch mal 20 setzen. Der ist ja auch im Herbst. Upsi. Im Herbst können wir erst Roggenkorn sehen. Da hätte man mal lesen sollen. Früher gepflanzt. Im Herbst. Dann war das Weizen, was wir uns noch so reinpacken wollten. Genau, da machen wir noch Weizen. Ach ja. Dünger. Ach, das ist schön. Ich finde es eigentlich ganz gemütlich. Dann fängst du jetzt erstmal mit dem nächsten Bereich halt an. Also ich mache ja so ein bisschen Vorbesorgung und alles gerne, aber sowas hier, dann nehme ich euch dann gerne mit, weil ich finde, es gehört dann dazu. Wir entdecken das Spiel ja sozusagen so ein bisschen zusammen. Also ich entdecke es und zeige euch, wie ich es wieder entdecke. Genau, das ist so das Ding. Da bin ich ja mal gespannt. Wenn wir dann langsam auch dann anfangen, auch mit sowas dann uns soweit es geht selbst zu versorgen, ne? Um da die nächsten Schritte dann auch einherzugehen. Und die Quest, das Elternat, das können wir uns dann in der nächsten Folge nochmal geben. Ich muss jetzt auch erstmal gucken, ne? Heute ist ja Sonntag. Bin ja auch wieder recht spät am Aufnehmen, weil die Knieschmerzen, das macht mich kirre. Ich sag euch, das macht mich einfach nur kirre. Ich weiß nicht mehr, was ich da noch wirklich machen soll. Da muss ich echt gucken, weil es ist so ein blödes, exzessives Brennen, Schmerz, Gedehnte. Und da muss ich echt gucken. Ich laufe, würde am liebsten die Wand hochlaufen. Und teilweise so dieser Drang, am liebsten, naja, als Spitze da hineinstecken ins Bein, damit dann irgendwie eine Druckentlastung kommt. Also das kann also, wie gesagt, so eine... Keine Ahnung. Ich bin kein Arzt, ich wüsste nicht, was es ist. Also da sind mehrere Sachen da, die da sein könnten. Und ich habe keine Ahnung, was davon dann ist. Morgen MRT, da freue ich mich schon drauf. Aber ob es das bringt, was ich dann haben möchte, huiuiuiui, kann ich euch noch nicht sagen. So. Machen wir jetzt als nächstes Weizen, meine Damen und Herren. Wie gesagt, das Dorf steht auch noch nicht so. Also das ist, da kommt noch eine Planung rein, wie wir es dann aufbauen. Aber erstmal müssen so die Grundzüge stehen. Dann können wir das hin und her noch planen, was wir dann wo machen. Wir brauchen ja jetzt ja dann noch neue Häuser. Das ist ja auch mal noch ganz wichtig. Wir brauchen neue Häuser. Als nächstes müssen wir jetzt erstmal den Schuppen dann machen. Die Scheune haben wir ja noch, die wir machen müssen. Erstmal würde ich das Geräteding dann machen. Ich finde schön, dass wir schon mal so ein paar Felder so nebeneinander gesetzt haben. Das hat auch schon mal was. Ich hoffe nur, dass ich das durchstehe, die drei Folgen, also die von jedem Let's Play wieder eins, dann wird das fertig zu machen. Und dann gucke ich, dass ich auch am Montag das nochmal hinkriege. Aber das sind halt so Sachen, die ich nun mal leider nicht versprechen kann. So, warte mal. Habe ich eine Schippe dabei? Ja. Guck mal, den hier zum Bleistift, den würde ich jetzt mal gerne wegmachen. Den würde ich jetzt wirklich gerne wegmachen, weil dann können wir den nämlich daneben setzen. Dann können wir nochmal ein 20er Feld, glaube ich, setzen. Ja, wenn ich jetzt nochmal gucke. Landwirtschaft.
Feld. Genau. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Runter. Nein! Also es war schon richtig, ne? Ne, wobei, es war nicht ganz richtig. Seht ihr das? Da ist die Linie, glaube ich, ein Ticken breiter. Nö, eigentlich nicht. War schon gut. Und das Ganze nochmal, meine Damen und Herren. Genau, hier dazwischen hast du nämlich auch nichts. Ne? Doch, ein frei und dann der Jump. Dann hast du auch hier ein und dann der Jump. So, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn und 20. So. Wie viele haben wir denn jetzt noch von den Haken? Holzhacke nur noch eine. Okay, warte mal. Was brauche ich jetzt dann noch für die Holzhacke nochmal? Ich glaube, ich brauche jetzt nur noch fünf Stöckle, ne? Fünf Stöckle. Eins, zwei, drei, vier und fünf. Und ich habe ja jetzt gerade einen von den Stämmen mir ausgegraben, deswegen geht das eigentlich. So, Holzhacke. Und da bist du ja. So. Einmal eine richtig schöne Felderwirtschaft heute. So. Und dann eben nochmal das andere Feld. Wir haben noch Karotten und Kohl sozusagen, ne? Für mich ist halt wichtig, diese Punkte halt zu sammeln. So, wie sieht es denn jetzt aus? Aber warte mal, wir haben ja neue Technologien, die Fertigkeit wäre erstmal gut. Landwirtschaft. 5% langsamerer Haltbarkeitsverlust von landwirtschaftlichen Werkzeugen. 25%ige Chance, zusätzlich Getreide auf Feldern zu ernten. 5% Nähe, dieses Geschick der Landwirt hört sich interessant an. Pfeife, ruf dein Reittier. Na gut, das bräuchte ich noch gar nicht. Und dann haben wir ja hier Landwirtschaft. Nochmal, oh, guck mal, nur noch 9 Punkte. Dann könnten wir uns sogar schon über einen Hühnerstall, könnten wir uns schon wegen einem Hühnerstall überlegen. Guck mal, Turmberuf ist auch nicht schlecht. Putzen von Flechtwerk und Holzwänden. Haubenschlag. Ästhetische Sachen, aber ist interessant. So, dann brauchen wir wieder Dünger. Dann brauchen wir wieder Dünger. Wir werden nicht jünger, wir brauchen wieder Dünger. Oh, war ja, das war schlecht. Aber trotzdem fand ich es witzig. So, und dann könnten wir sagen, machen wir jetzt mal unsere lieben Karotzkis. So, gib mir mal Düngerlinski. Ja. Oh ja. Je schneller wir sozusagen auch ein bisschen dann vorankommen, dass wir da unser Dorf ein bisschen lebendiger lassen, desto interessanter wird dann auch das Drumherum noch werden. Und wir wollen ja dann auch noch dynastiemäßig. Ich glaube aber nicht, dass wir so weit kommen, weil dynastiemäßig über die Jahre hinweg, das dauert ja. Obwohl ich sagen muss, die Tage gehen recht gut vorbei. Aber wir sind ja auch immer noch im Frühling. Gut, wir werden dann auch wahrscheinlich öfters mal so machen, dass wir dann eine Jahreszeit dann noch ein bisschen aussetzen und so. Dann hast du schon eine Möglichkeit. Aber an sich würde ich schon die meiste Zeit nutzen, die wir spielen. Ne? Sag mal, hat der diesen komischen Effekt? Ich weiß gar nicht, ob der schmiert nicht, oder? Falls doch, müsst ihr mir das mal sagen. Ich krieg das gerade irgendwie nicht so raus. Bin aber wirklich stark neben der Spur mit diesen Schmerzen im Knie. Und bin auch echt gespannt, was da jetzt dann herauskommt. Ich boah. Hätte das, wenn ihr die ganze Zeit irgendwie so innerlich so teilweise doch schon am liebsten auf irgendwas einschlagen wollen würdet? Muss jetzt keine Person sein. Das kann auch ein nicht lebloser Gegenstand sein oder sowas, ja? Also bitte jetzt das nicht wieder falsch verstehen. Sag mal, machst du das jetzt mal? Danke. So, dass du einfach irgendwo nur draufsetzen könntest, damit du deinen Schmerz vergisst oder am liebsten dir irgendwie selber woanders wehtun würdest, damit der Schmerz da vergessen ist.
So ist es derzeit. Also wirklich, sonst habe ich einen klaren Kopf und habe ich keine Probleme wegen den Schmerzen. Aber jetzt gerade ist es wirklich so, nee. Na komm, das schaffst du. Sehr schön. Hast du was zu essen da eigentlich, mein Kleiner? Gönn dir ruhig. Rückenflash. Und dann gönnen wir uns mal was schön aus dem Flüssler. Waschen tun wir uns jetzt noch nicht, ne? Also bringt ja nichts. Wir sind ja noch ein bisschen beschäftigt, was das Thema angeht. Karottensaat. Sehr gut. Und das nächste Feld beginnt. Das ist schon mal was ganz Feines. Ich habe letztens, glaube ich, auch wieder, da ich bei Snowrunner auch schon gehabt, aber letztens habe ich irgendwie noch mal ein anderes Spiel gesehen, das ähnlich wie Tierhaltung. Du kannst in deiner Siedlung verschiedene Arten von Vieh züchten. Jede Tierart benötigt ein anderes Gebäude als Stall, in dem sie untergebracht werden kann. Hühner, Gänse, Schweine, Ziegen, Schafe, Kühe, Pferde und Esel können in verschiedenen Dörfern des Augsburgs gekauft werden. Danke dir. Also es heißt, wir haben gerade was freigeschaltet. Wenn wir jetzt Tiere, dann haben wir jetzt den Hühnerstall ready. Was uns sehr freut, weil dann können wir uns demnächst nämlich auch um Hühner schon kümmern. Wobei, nee, Hühner ist auch nicht so leicht, weil wir brauchen Tiernahrung, ne? Ich glaube, Tiernahrung war das nächste Ding, was wir jetzt brauchen. Und da brauchen wir auch wieder bestimmte Sachen. Also geht das jetzt gar nicht so leicht, wie ich es mir jetzt gedacht habe. Ja, jetzt haben wir das. Nee, ist nicht so leicht. Nee. So, damit haben wir auch dieses Feld fertig. Dann würde ich nochmal gern den nehmen mit dem da. Und dann kannst du mir noch das letzte Feld... Den Page Shop müssen wir dann auch noch auf jeden Fall bauen. So, warte mal. Einmal da. Da. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bam. Und... So. Bei der hier sieht ein bisschen breiter aus, ne? Ich glaube, danach habe ich nicht mehr, glaube ich, mehr Platz. Ah, ist egal. Dann ist es jetzt so. Echt zu wenig Platz gelassen? Nee, ist eigentlich so. Egal. So und so. Und dann kannst du mal abwäschen. Und dann machen wir mal hier jetzt erstmal ein gerodetes Fältchen. Dann haben wir einfach wirklich heute im Sinne ein bisschen landwirtschaftliche Tätigkeiten gemacht. Sind aber noch nicht fertig. Ne? Also ich würde dann gerne gucken, dass wir den nächsten Schuppenbereich noch aufbauen. Den Holzschuppen, die Scheune vielleicht noch. So, wir haben nichts mehr. Okay. Zwei Stämme brauche ich. Zwei Stämme, 10 Stücke. So. Dann machen wir uns mal 2 neue Holzhacken. Und dann kannst du dir eigentlich schon den restlichen Dünger nehmen. Und den... Hatte ich nicht Kohlsamen gekauft? Ich habe jetzt nochmal eins aufgemacht, aber der Kohlsamen geht... Ne, rote Beete-Samen hatte ich gekauft. Stimmt, rote Beete war das. Entschuldigung, Kohlsamen haben wir nicht gekauft. Na egal. Ja, dann können wir vielleicht das nochmal später machen. Ne, warte mal, das hatten wir, da müssen wir weitermachen. Doch, das, ich wollte gerade sagen, hä? Die hat er beim ersten Mal nicht richtig angenommen. Ach, das ist schön. Wie gesagt, was ich dann auf jeden Fall haben möchte, ist noch den Schuppen auf jeden Fall.
Und dann können wir mal gucken, dass wir vielleicht für die nächste Folge das nächste Haus schon dann auch nutzen. Die nächste Folge steht im Sinne der Quest dann einfach mal. Können wir dann einfach mal ganz im Sinne der Quest nur gehen und alles andere ist dann auch mal egal. Boah, ich kann mich überhaupt nicht konzentrieren, in welche Lage ich mich am besten hinsetze. Mal so ausgestreckt, Knie wieder angewinkelt, Knie wieder ausgestreckt. Es tut in jeder verdammten Art weh. Ob ruhig, ob unruhig, in Bewegung, ohne Bewegung. Das ist so... Brennt nach oben in den Oberschenkel mittlerweile rein und nach unten hin mittlerweile rein, in der Wade dann. Na, mal gucken, was da wird. So, last but not least. Gleich haben wir es. Eigentlich schon cool, wenn da so dann die ersten Felder dann sozusagen jetzt aufstehen. Und damit es dann sozusagen weiter vorangeht. So, fertig. Das ist jetzt 7, genau so. Und die 7 hatten wir gesagt. Rote Beete. rote Beete. Haben wir eigentlich schon eine sehr gute Landwirtschaft aufgebaut. Ne? Also, finde ich jetzt. Aber guck mal hier, da hast du schon dann dein 2, 3, 4 Fältchen. Für unsere fünfköpfiges Dörfchen hier. Finde ich schon eigentlich okay. Finde ich schon okay. Ja, ein Köpfchen muss sein. Nein, vom Köpfchen kommt auch kein vom Knieschmerz oder sowas. Ich hatte 2 Tage davor nicht wirklich Kaffee getrunken, weil ich gar keine Lust drauf hatte. Und jetzt ist es für mich einfach nur noch das Landwirtschaft. Yeah! Wir machen wieder die Punkte auch damit rein, damit wir die Erträge hier, die wir ja raus für mehr sind. Ich glaube, es überträgt sich auch die Punkte. Damals war es zumindest so, dass die Punkte sich übertragen haben, auch auf deine Leute dann. Also sprich, wenn du die 10% mehr drin hast oder 20% hast, haben das deine Leute auch mitbekommen. Fertigkeiten. So, dann würde ich nämlich hier auch, wir könnten zwar auch das machen, und dann kriegen wir ja, glaube ich, hier nochmal von Plantagen. Aber ich würde erstmal den hier gerne weitermachen. Oh, guck mal, den können wir dann auch komplettieren. Damit haben wir eine 100%ige Chance, zusätzlich Getreide auf Feldern zu ernten. Sehr gut. Heißt, mehr auf den Feldern. Hühnerstall, okay, da brauchen wir noch ein bisschen was. Aber da ist Tierfutter, da brauchen wir nämlich Haferkorn, Roggenkorn und Stroh. Daraus machst du Tierfutter, damit du für die Tiere dann das herstellst. So. Oh ja, warte mal, das würde doch... So, ein Feldschuppen ist ja sozusagen... Soll er jetzt sozusagen da bringen. Das finde ich schön rennt. Cool, weil wir haben jetzt sozusagen hinten dran die Felder und dahinter ist dann auch gleich der Schuppen. Und da brauchen wir auch erstmal wahrscheinlich wieder 8 Steine. Ich glaube, ich habe auch jetzt nur noch einen Holzhammer, ne? Nö, ich habe 2. Das geht. Okay, gib mir mal Steine. Ab wann ist 8 Steine, wa? So, dann kannst du mir auf jeden Fall einiges an Stöckern mal geben. 30 Stöcke erstmal. Stroh. Ja, gut. Habt ihr hier schon mal 64. Und dann Holzstämme kannst du mir ja mal. So, dass wir uns noch bewegen können. Danke dir. Wir werden das auch gleich durcharbeiten, ne? Also. Da brauchst du schon 6 Holzstämme. Oh, ich glaube, wir brauchen mal weniger Material, als ich gedacht habe. Wesentlich weniger Material.
Lamm. Naja, ey, komm, Ivo, jetzt machen wir hier halblang. Ja, also wirklich. Tut er ja, als ob er hier gerade Schwerstarbeit geleistet hat, der junge Mann. Okay, ist ja schon übel. So ein Feld da vorzubereiten, was er da jetzt gemacht hat, das ist ja schon heftig. Also ganz schön heftig, finde ich. So, damit haben wir jetzt auch Verwaltung der Felder. Auf den Seiten der Anbauverwaltung kannst du dir schnell einen Überblick über den Zustand deiner Felder verschaffen. Hier erhalten deine Arbeiter auch Anweisungen, wo bestimmte Pflanzenarten ausgesät werden sollten. Das finde ich halt auch voll toll eigentlich, genau. Das gab's da. Mein Feld, geh weg. Psch, psch, mein Feld, nein, ab. Hab jetzt nichts für dich. Immer dieser. Ich finde das auch voll toll so, dass es halt, der stellt sich halt so aneinander ran. Du hast hier direkt das Feld, hier kommt so eine Feldwirtschaft, dann machst du hier die Felder halt. Das Ganze werden wir dann auch nochmal ein bisschen ausbauen und so weiter. Dann werden auch die Gebäude dahinter auch ein bisschen nach hinten dann weggeräumt. Und genau, ich wollte mit euch kurz hier reingehen. Da hast du nämlich dann, wenn du hier rauf gehst, das finde ich halt voll toll, dann kannst du ja hier mit F und dann siehst du ja zum Beispiel, was dann da drin ist. Dann kannst du hier die Kategorie halt so, Pflanzenart könnte ich zum Beispiel ändern. So, die sind ja jetzt gerade schon drin. Dann siehst du ja auch hier, was dann sozusagen da gepflanzt wurde. Dann haben wir noch nach Plantage 1, haben wir ja auch noch mal ein paar kleine Sachen. Da siehst du das auch alles. Warte mal, Verwaltung. Na gut, Steuern haben wir noch keine bisher. Sehr gut. So, dann brauchen wir, hatten wir gesagt, dann als nächstes auf jeden Fall noch eine Scheune. Ich weiß gar nicht, sollten wir die Scheune daneben gleich setzen? Eigentlich würde es passen, wa? Wo könnte das eigentlich passen, finde ich. Ja, muss man ein bisschen doch nach hinten aber schieben. Ja genau, würde eigentlich auch cool sein, wenn er so... Ah Mist, aber da hast du das... Ja, guck mal hier. Schön so aufs Feld gerichtet. Hier ist dann sozusagen das Feld. Aufs Feld gerichtet, genau. Und dahinter wächst dann nochmal der Baum wieder hoch. Dann hast du genau aufs Feld nochmal gerichtet. Passt das, wenn wir in die Richtung dann so ein bisschen gehen? Oder können dann auch zum Beispiel hier nochmal so eine schiefen, so eine Querfelder sozusagen nochmal reinsetzen? So, was brauchst du denn? 12 Steine, mein Kleiner. Danke dir. So. Gehen wir mal ganz kurz Verschnaufpause. Das braucht der arme Junge ja mal. So, nächste Holz haben wir leer. So, was haben wir denn da? Gehen! Ach du Heiliger. Ach du Heiliger. Oh weh, das ist ja eine ganze Menge Roh, was wir dann noch nach hineinbabbeln müssen. So, okay, pass mal auf. Machen wir erstmal hier die Dinger rein und dann holen wir erstmal nochmal neue Stöcker. Wir machen jetzt mal die Stöcke raus, dann können wir nochmal dann die Stöcke zählen. Dann hast du 2, 10, 18, 18, 26, 34, 42, 50. 50. Okay, machen wir erstmal 50 Stöcke. Die brauchen wir jetzt. Wir brauchen 50 Stöcker.
Ast wackelt und hat Luftmütter. Ja, ich mag das nicht, das komplett dann nur im Ein-Feld-System arbeiten. Jetzt nicht unbedingt, aber ich finde das halt cool. Du hast halt ein Lager. Dahinter streckt sich schon deine Landwirtschaft in dem Sinne. Du hast gleich dein Geräteschuppen, wo die Leute aufs Feld gehen. Und hier hast du dann da, wo dann der Rest sozusagen stattfindet. Boah, wir können es auch gleich so machen, dass wir das hier mitnehmen. Dass wir dann noch die Sachen, die über sind, dann sozusagen gleich mitmachen. So, wisst ihr? Guck mal, das ist nämlich hier schon das Dach mit. Dann hast du die Seite sozusagen hier fertig. Dann machen wir hier hinten herum einmal, dann vorne herum und dann passt das. Oh. Zählt aber als das gesamte Ding da oben. Okay, das finde ich schon wieder besser. Das dann sozusagen sechsmal die gedeckt, wo das Dach gedeckt wird sozusagen. Lal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 a. Ah, sehr schön. Dann haben wir das auch gleich fertig und dann haben wir eigentlich wirklich eine ganze Menge geschafft, finde ich. Ja, wir brauchen auf jeden Fall nochmal einmal einen Holzstamm. Also einen Holzstamm haben wir schon zu wenig. Mehrere Holzstämme zu wenig. Es sieht aber auch ein bisschen so gruselig aus, so dieses große, geöffnete. Warte mal, wir brauchen auf jeden Fall dann sozusagen drei Holzstämme, wenn ich richtig das noch im Kopf habe. So. Und dann brauchen wir 20 Stücke. 20 Stücke, dann können wir das so machen. Falscher Topf. Knopf. Meine Güte. Zieh mal das richtig hier. Holla, die Waldfee. So. Dann machen wir das hier. Genau. Oh, warte mal. Hätte ich das nochmal besorgen müssen? Oder geht das genau auf mit dem Ried? Könnten schon massive Steuern werden. Oh, guck mal. Hat genau gepasst. Also das Ried habe ich jetzt wirklich nicht abgezählt, ja? Das war jetzt eher reiner Zufall, dass da genügend da ist, okay? Komm. Tada! Sehr schön. Oh, die finde ich auch richtig schön dargestellt. Schön mit den Sicheln noch dann. Hier hast du die Sensen. Leiter, damit du kurz nach oben steigen kannst. Ich frage mich zwar, wie sie die Ketten jetzt schon hergekriegt haben, aber okay. Hier hast du dann natürlich noch die Truhe, wo dann das ganze Zeug hineinkommt. Sehr schön. Da würde ich aber sagen, wenn wir das noch einmal kurz im Tagesschein ersehen. Weil ich werde den nächsten Tag wieder erstmal nutzen, um Materialien weiterhin zu besorgen. Weil wir Baumaterialien brauchen. Wir brauchen wieder Ried auf jeden Fall. Und weiterhin Holz und Co. Ne? Whoopie! So, bevor wir schlafen gehen, sollten wir aber uns mal schön waschen. Dann raus, ein bisschen was trinken. Inventar. Sind wir sauber? Ne, wir sind noch nicht mal sauber. Yippie. Yippie. Sind wir jetzt sauber? Ne, du musst noch weiter raus, glaube ich, ne? Blub, 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 blub. So, jetzt müssten wir sauber sein. Sehr schön. So, ab ins Bettler. Und dann, wie gesagt... Ne, wobei, ich werde nicht vorfahren. Wir werden dann nächste Folge das ganz einfach machen. Wir werden dann nächste Folge das Ende naht auf jeden Fall machen. Dass wir die Sachen abgeben und da so ein bisschen... unsere Ruhe haben. Oh ja. So. Hast du hier wohl Banken? Ja, ich werde euch... Genau, wir sollten vielleicht dann doch mal langsam auf Banken übergehen. Oder dass wir ein bisschen Banken herstellen. Alles im Sinne der Landwirtschaft, würde ich sagen, oder? Ich brauche einfach nur das Bild, deswegen habe ich nochmal den nächsten Tag gemacht. Ich finde das aber wirklich schön so. Guck mal, da hast du die Bäume umrahmt, da hinten ist die Scheune, hier vorne kommt dann das Landwirtschaftliche. Hier werden wir dann auch nochmal ein bisschen mit Zäunen hier noch so ein bisschen arbeiten und dann gucken wir mal weiter. Aber für heute war es erstmal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Kommi ist immer was Feines und über ein Abo freue ich mich natürlich auch immer sehr.
Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wo wir dann höchstwahrscheinlich das Ende naht erstmal abwenden, um da auch mal ein bisschen voranzukommen und die letzten Quests sozusagen, es muss die letzte Quest sein, mehr gibt es ja dann hier auch erstmal nicht, erledigen. Und dann gucken wir weiter, ganz in Ruhe, ne? Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag, Abend oder Morgen, je nachdem, wann ihr euch die Folge angeschaut habt. Und alles erdenklich Gute bis dahin. Tschüss!